Im B-Liga-Derby des 4. SG Hangen-Meilingen Niederzeuzheim gegen den 3. der 3. Mannschaft des FC Waldbrunn ging es zunächst einmal nicht um den Fußball. In einem gemeinsamen Gruppenfoto wollten beide Mannschaften auf das Schicksal der kleinen 5 Jahre alten Mathilda aufmerksam machen. Sie kämpft gegen ein Neuroblastom. Einen sehr bösartigen Tumor, der nach einer langen und intensiven Therapie zunächst besiegt schien. Doch Mathilda erlitt einen Rückfall. Die Prognosen können nicht ungünstiger sein. Eine lebenrettende, sehr teure Therapie kann Mathilda nur in den USA oder in Barcelona erhalten. Am Ende des Tages konnten 700 Euro an Spenden gesammelt werden. Ein großes Dankeschön gebührt allen Spendern, dem FC Waldbrunn und dem SV 1930 Erbach. Zurück zum B-Liga-Derby, dem Verfolgerduell SG Hangen-Meilingen Niederzeuzheim gegen FC Waldbrunn 3. Die Heimmannschaft hatte sich viel vorgenommen, wollte sie doch den Anschluss an den Relegationsplatz nicht verlieren. Doch gehörten die ersten 20 Minuten den Gästen, die auf dem tiefen und weichen Rasenplatz besser ins Spiel kamen. Das Spiel war auf beiden Seiten von Pässen geprägt, die selten ihr Ziel fanden. Die Belka auf Schallenberg, doch Christian Seelbach hatte mit diesem unplatzierten Schuss aus Bedrängnis kein Problem. Das Spiel bewegte sich zunächst mehr in der heimischen Spielhälfte. Die Waldbrunner setzten die Heimmannschaft ein ums andere Mal unter Druck, doch mit unpräzisen Pässen und der dicht agierenden Abwehr blieben sie letztlich zu ungefährlich. Und so verpufften gute Chancen, in Führung zu gehen. Mehr und mehr gewannen die Hangen-Meilinger die Oberhand. Sefer Tural. Er versuchte es aus dem Spitzenwinkel, findet Habel, doch ihm gelang es nicht, das Runde per Kopf in die kurze Ecke zu drücken. Wieder Tural, diesmal mit einem Pass auf Ludwig, der aber am glänzend parierenden Seelbach scheiterte. Hier konnte der Kapitän Marion Kurzweil gerade noch das Schlimmste verhindern. Für Habel und Schallenberg war der Ball so nicht mehr zu erreichen. Die 39. Spielminute. Kopfball durch Marius Burkhardt. Schallenberg. Habel. Mit seinen 41 Jahren ein alter Hase. Ihm gelingt es, seine Bewacher auszuspielen und mit seinem linken Fuß zieht er trocken ab in die kurze Ecke. Unhaltbar für Keeper Seelbach. Zu diesem Zeitpunkt eine völlig verdiente Führung für die SG Hangen-Meilingen Niederzeuzheim. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatte Waldbrunn noch einmal Fortuna auf seiner Seite. Mennan Elemin übersieht den völlig freistehenden Schallenberg und spielt beim Pass auf Habel den Ball direkt Lars Edel vor die Füße. Dein Fazit zum Spiel, bist du zufrieden? Ich bin zufrieden, vor allem im Ergebnis. Sagen wir mal so, war ein zerfahrenes Spiel am Anfang. Chancen auf beiden Seiten, wobei wir, wenn wir unsere Konter ausspielen in der ersten Halbzeit, vielleicht auch schon 2 oder 3-0 führen können. Erste Halbzeit, muss man ganz klar sagen, ging völlig zurecht, auch vom Ergebnis her, an Hangen-Meilingen Niederzeuzheim. Wobei man sagen muss, die erste Viertelstunde, also meiner Meinung nach, war die am Anfang präsenter als Hangen-Meilingen. Ja. Ich denke, unterm Strich mag das schon sein, aber letztendlich das Tor hat Hangen-Meilingen gemacht. Und wenn man vor dem Tor nicht gefährlich genug ist, und wir haben es einfach versäumt aus dem Spiel heraus mit den Spielern, die wir haben. Ich sage jetzt einfach mal, den Stan ein bisschen mehr mit ins Spiel einzubeziehen. Den Fehler haben wir gemacht und viele lange Bälle nach oben. Und das war eigentlich so das, was die Hangen-Meilinger ganz gut abfangen konnten. Nach der Pause und der vermutlichen Standpauke durch Spielertrainer Daniel Schardt hatten die Waldbrunner den deutlich größeren Spielanteil. Stanislav Kammerherr musste sich mit seinem Freistoß dem Keeper geschlagen geben.
Der nächste Versuch kam von Christopher Stähler. Doch auch sein strammer Schuss in die lange Ecke wurde hervorragend von Lukas Steinbach pariert. Ja. 67. Spielminute. Freistoß von Mario Kurzweil. Lukas Steinbach kann den Ball nicht halten. Stanislav Kammerherr nutzt den Abpraller. Doch der Schuss wird durch Habel abgelenkt und geht über die Latte. In der kampfbetonten Schlussphase mit vielen gelben Karten holte sich die heimische SG ihre Spielanteile wieder zurück. Habel mit einer Flanke auf Schallenberg, doch er kann den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Freistoß von Tural. Der eingewechselte Julian Simon läuft an zum Kopfball, doch im Gefecht mit Daniel Schardt kann er den Ball nicht mehr erreichen. Und wieder eine hochbrisante Szene. In der 84. Minute kommt Elemin über außen. Kurzer Pass auf die Belker. Keeper Christian Seelbach kann den Schuss noch abwehren und dann semmelt Sefa Tural in zu starker Rückenlage den Ball meterhoch über den Auffangzaun. Mit diesem ansehnlichen Dribbling und einem zu schwachen Abschluss von Sefa Tural fand das Spiel dann sein lang ersehntes Ende. Die SG Hangen-Meilingen Niederzeutzheim konnte das 1:0 über die zweite Halbzeit retten und bis auf einen Punkt auf den FC Waldbrunn 3 aufschließen. Ein ganz wichtiger Dreier für die SG, die zu Hause gegen die stärkste Auswärtsmannschaft der Liga gewinnen konnte. Dein Fazit zum Spiel? Ja, ist ein bisschen schwieriger auf dem Platz hier auch überhaupt. Sind ja Meister geworden. So, kurze Bierdusche. Ja, weiter geht's. Schwieriges Spiel auf dem Platz. War ein bisschen Brisanz drin, ging um den dritten Platz. Von daher war es klar, dass es ein bisschen abtasten wird und ein bisschen taktisches Spiel wird. Ja, ich bin immer ein bisschen objektiver und sage, okay, das eine oder andere Ding. Daniel Schardt haben wir gut im Griff gehabt heute, ja, der immer für ein Tor gut ist. Und ja gut, lassen wir es so stehen. 1:0 gewonnen, 3 wichtige Punkte für uns. Ja, die Enttäuschung ist schon ganz klar da, muss man sagen. Also wir haben uns für das Spiel heute sehr viel vorgenommen. Ist immer was Besonderes, nicht nur im Derby zu spielen, sondern natürlich auch gegen die erste Mannschaft zu spielen. Und letztendlich aufgrund der zweiten Halbzeit hätte ich mir doch erhofft, noch einen Punkt mitzunehmen. Aber die Halbzeitansprache muss gefruchtet haben, weil meiner Meinung nach, ihr kamt wie gewandelt aus der Halbzeit raus und die zweite Halbzeit war dann doch wesentlich besser. Ihr habt es auch versucht, spielerisch zu lösen, was natürlich schwierig ist hier auf diesem Rasenplatz. Ich sage ja immer, Motivation, da gebe ich alles. Der eine oder andere wird sagen, der beste Trainer vom Technischen ist er vielleicht nett, aber ich versuche die Jungs natürlich heiß zu machen. Aber eigentlich muss man das für so ein Derby heute gerade gegen die Hangmalinger nicht machen. Auf dem Platz brauchen wir nichts zu schieben, klar, sieht von außen schöner ist, wie er ist, aber unterm Strich muss der Gegner auch drauf spielen. Also von daher, unterm Strich, Enttäuschung ist schon da, aber den direkten Vergleich haben wir noch gewonnen. Also ein bisschen was Positives haben wir. Ja, und jetzt wartet ihr das nächste Topspiel, ne? Am Sonntag kommt Trommershausen zu euch. Das heißt, da seid ihr noch mit Sicherheit auf Wiedergutmachung gut? Oder? Ja, Wiedergutmachung. Also wir hatten das erste Spiel gegen Trommershausen der jungen Saison. Hauser Kirmes, kann ich noch sehr gut dran erinnern. Völlig unerwarteten Punkt mitgenommen. Ich wusste auch Anfang der Saison gar nicht, wo stehen wir. Die Vorbereitung war sehr durchwachsen. Und also von daher, alles, was wir jetzt in der Restsaison mitnehmen, da machen wir einen Haken dran. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind eine dritte Mannschaft. Wir sind sicherlich aus meiner Sicht eine der Überraschungsmannschaften in der Klasse und haben frühzeitig den Nichtabstieg perfekt gemacht. Das muss man auch so festhalten. Und alle, die eine Erwartungshaltung an der dritte Mannschaft haben, die vielleicht ein bisschen höher angesiedelt ist, den muss ich einfach sagen, die Jungs haben Spaß beim Fußball. Und wenn unterm Strich dann auch noch mal gewonnen wird, dann freuen wir uns natürlich, ist ja ganz klar. Weiterarbeiten, ja, können Gas geben die Woche im Training. Heißt, alle aufs Training kommen, wer kann, wie es geht, Gas geben. Ja, und dann geht es nächste Woche weiter gegen Affe. Auf geht's. Boah, was haben wir die abgeferkelt? Oh, so schlugen wir da raus!